Starten. So, da läuft die Aufnahme wieder. Robchurt das Soundboard bei Discord entdeckt. Falls ihr irgendwelche Sounds plötzlich hört, wundert euch nicht. Alter, nicht, wenn ich trinke, ey! Ich muss wollte ja zugesagt haben. So, ich bin gemutet. Ich will doch nur meine Müllermilch austrinken. Ah, fuck, so. Bin ich solche Post oder nicht? Feierabend jetzt. Ah, okay, okay. Man kann es auch benutzen, auch wenn man. Ja, also auf Discord gibt es so ein Soundboard, da kann man Sounds hinzufügen und das haben die gerade entdeckt und jetzt auch fleißig gemacht. Also falls ihr plötzlich meine Dusche trötet hört, wisst ihr Bescheid. Wer das Video nicht kennt, weil erst kürzlich auf dem Kanal hier aufgetaucht, sucht einfach mal nach meine Dusche trötet. Das ist aus meiner Zeit, wo ich in Bayreuth studiert habe. Da, weiß nicht mehr, wie genau es war. Ich wollte halt ganz normal hier, ne, Dusche und so. Die hat einfach Geräusche von sich gegeben und habe ich gedacht, irgendwie muss ich daraus ein Video machen. Würde rauskommen. So. Yo, Nico. Alles klar. Wetschi. Ich bin da oben, Wetschi. Okay. Ja, du schaffst es. Wetschi, nein. Nein, Wetschi. Nein. Links. Links, Wetschi. Links. Ja. Danke. Okay. Let's go. Ja, also, die Leiche, die liegt kurz vor Reaktor. Ich ja. glaube, als ich reingegangen bin, war die ja noch nicht. Doch. Das habe ich sie nicht gesehen. Doch. Als ich rausgekommen bin, lag sie da. Ich vermute, dass sie ganz frisch ist, aber garantiert gar nicht. Es kann auch sein, dass ich sie übersehen habe. Ja, du hast sie übersehen. Also wenn die frisch ist, hast du versucht anzustupsen oder zu riechen? Ja, also... Jungs. Also, ich habe noch ein Schild. Wo ist die Leiche? Die Leiche, die liegt bei Reaktor, kurz davor. Mhm. Also, wenn du links vom Reaktor, da ist ja dieser eine Panel, oder wie das heißt. Okay. Nico und Rob, also wenn's, ja, also Robjo und ich waren gerade oben. Ja, okay. Ich meine natürlich. Also skippen wir erstmal oder voten Conan. Ach nee, Conan ist ja tot. Ja, votet. Wir können leider nicht Conan voten, weil Conan tot ist. Conan ist gar nicht, der kann doch noch reden, warte. Meine Dusche trötet. Ja. Conan denkt sich auch gerade so. Ihr seht, was ich gemeint habe. Ja, also ich weiß nicht, wie man voten könnte. Also das ist Peak-Humor. Das muss man sagen, das Soundtrack ist wirklich Peak-Humor. Ich hab's gewotet. Oh, Lenz Troll auf Platz 16, chillig. Alles klar, Robcho? Meine Dusche trötet. Nein, Robcho trötet. Okay. Let's go! So, wir müssen auf jeden Fall, also ein paar Sachen wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen den zweiten Korb auch noch hochrollen. Das sind immer zwei Sachen. So. Ja, und jetzt hört auf, was ich weiß. Jetzt hört mein Wissen auf. Jetzt muss ich gucken, wo es gelb ist, beziehungsweise wenn die Comps wieder... Ah, die Comps gehen wieder. Wichtig. Dann können wir jetzt weiter tasken. So. Gut. Boah, das Reden wird immer anstrengender, das ist echt krass. Wer hat das jetzt wahrscheinlich in jedem Podcast jetzt einmal erwähnt, ne? Mit dem Rauch, aber es. Ich find's echt übel. Ich hätte es nicht gedacht, dass das sich so übel auswirkt. Och, nett. Waren jetzt noch was gelb? Hier, perfekt.
Ah, da ist er schon wieder. Das ist der letzte. Hallo? Das war alles. Wir haben unsere Tasks fertig. Sehr, sehr schön. Was habe ich jetzt erschrocken, du? Hallo. Ich habe eine wichtige Information. Ich saß gerade am Fernglas und ich habe Nico angeln sehen und ich habe einen zweiten Nico von dem ersten Nico weglaufen sehen. Das ist alles, danke. Oh. Okay, das ist interessant. Sick. Also ich hab keinen Kill oder sowas gesehen, aber wir haben offenbar einen Shapeshifter. Wollt ihr wissen, wo die Leiche liegt? Ja, Mama. Unter Laboratory. Also ich fand es erst ein bisschen komisch, weil Xehan stand die ganze Zeit einfach rum. Ich habe gar nicht gecheckt, dass da das Fernrohr war. Das habe ich irgendwie verdrängt. Ja. Also du hast einen zweiten Nico von mir weglaufen sehen. Wie nah war der denn dran? Weil ich habe keinen anderen Nico gesehen. Oh, gute Frage. Also du warst gerade am Angeln. Also du wirst gerade in einem Screen gewesen sein. Der war quasi da, wo man die Fische grillt. Da nördlich davon hat er sich in die nördliche Richtung bewegt. Also er war schon relativ nah dran. Also falls du irgendwen in dem Bereich gesehen hast, das ist vermutlich der Shapeshifter. Nee, ich habe tatsächlich keinen gesehen, deswegen wundert mich das jetzt. Aber wahrscheinlich war ich gerade. Ich vermute, was passiert ist, der hat dich angeln gesehen und dachte so, alles klar, den kann ich jetzt übernehmen und hat sich dann verwandelt und ist weggelaufen. Also so sah das für mich aus. Ich habe dich die gesamte Szene gesehen leider und ich habe dir dann auch, weil das Fernrohr ziemlich langsam ist, aus den Augen verloren, aber ja. Okay. Also beziehungsweise ich habe auch zuerst den sich wegbewegenden Nico gesehen und dann dich da stehen. Deswegen dachte ich mir, dass, also ich habe einfach mal interpretiert, dass es so rum ist und nicht andersrum, weil warum sollte sich der Shapeshifter dahinter einstellen? Ich habe eine Frage. Ja. Wollen wir den Imposter rausvoten oder wollen wir skippen? Ja, lass uns skippen. Skippen. Weil der Imposter ist klar, also skippen wir, oder was? Ja. Ja. Okay. Wer ist es denn, wenn es so klar ist? Ja, ich bin's. Siehst du gleich an meinem Vote. Okay. Was sehen Sie nach der Werbung? Steht Alonso auf der Stätte? Nee. Oh. 5 Euro, dass er wieder mich gewotet hat. Ah, nee, okay. Aber an der Stelle hat er weg. Ja, jetzt bist du 5 Euro ärmer. Da ist das Geld einfach mal schnell weg. So. Ach ja, wir waren fertig, ne? Ja. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Benny, da wo du stehst, ist kein Task. Untergehen oder was wird los hier? Benji möchte nicht die Welt untergehen lassen. Nico auch nicht. Xehan guckt zu. Na gut. Ich will jetzt nicht auf Imposter hunten, weil wir sind uns nicht ganz sicher, ne? Wir haben halt einen Nico gesehen, deswegen dachte ich, es ist ein Nico, aber es ist ja kein Nico. Weil wir Champions sind. Langweiler. Das ist dann doch Benny, oder was? Was war das jetzt für ein Kommentar, Xehan? Erstmal, ich möchte ganz kurz sagen, Q1 ist vorbei, noch ist es Platz 20. Also ich habe jetzt Xehan gewartet. Noch ist P20. Ich wurde davon Robchuk gewotet. Also Xehan, du meinst, es ist Benny. Ich hab Skip gewotet. Ja, Xehan labert irgendwas während der Runde. Das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen habe ich Xehan gewotet. Ja, ist gut. Ja. Ist verständlich. Gut. Also Norris ist auf Platz 20 leider. Pech gehabt, weil er dann so auf der Strecke stand. Ich mache raus. Oh, komm, ist draußen. Let's go. Pock. Ach, wieder ganz interessante Runde hier. Okay.
Ja, wir haben halt nichts zu tun, ne? Es ist immer wieder schön. Wo ist denn jetzt Benny? Wo ist denn jetzt Benny gerade hin? Oh. Nee, das ist nicht. Wo ist Benny? War noch nie. Wo ist Benny? Ticken Zeitbox. Benny. Mit Robju. Was denn da los? Okay. Okay. Wann? I'm confused. Sag, das ist Nico. Ich? Ich denke, du hast mich vorhin. Ich denke, du hast vorhin den Shapeshifter gesehen, der ich war. Hallo, wo ist die Leiche? Die Leiche liegt oben bei Communications und Benny und also wir standen ja zu dritt gerade ewig am Fernglas. Ja, das ist durchaus. Okay. Also es würde mich wundern, wenn das einer von uns gewesen wäre. Dann weiß ich nicht, was ich in der ersten Runde gesehen habe. Also ich weiß allgemein nicht, was ich in dieser Runde gesehen habe. Irgendwie ist mein Gehirn ziemlich aus gerade. Sorry. Okay. Interessant. Benny hat schon gewotet, okay? Ja, Nico. Du schütrötet. Hast du Nico gewotet? Wieso? Hätte. Wieso hast du Nico gewotet? Ja, wir drei waren ja zusammen. Nico war ja allein, also das war der Einzige, der... Ja, ich habe Benny 5 Sekunden dann alleine gelassen und dann kam schon der Report. Also wenn, dann müsste Benny richtig krass jemanden gekillt haben und gleichzeitig weggelaufen sein. Ja, nee. Also der war zu weit weg, also das war keine Frage. Was natürlich niemals vergessen werden darf, auch Self-Reports sind immer noch möglich. Ja. Die einzige Erklärung für Xehanorts Report ist, dass er ihn selbst gekillt hat, wenn es nicht Nico war. Ja. Also warten wir jetzt Nico. Halt schon weird, dann, dass, es ist halt weird, dass Xehan meint, vorhin mich gesehen zu haben, also als Shapeshifter mit meinem Namen gesehen zu haben und jetzt. Also. Ja, ich hab keine Ahnung, ich bin irgendwie geistig umnachtet. Dann gehen wir zum Button und voten dann Xehan, ja? Ist das so ein Deal? Alles klar. Ja, kann man so machen. Okay. Alles klar. Oder auch nicht. So, jetzt wird Gaming draus, ne? Okay, ja, dann voten wir Robju. Was haben sie jetzt vor? Also ich bleib gleich mal beim Button, weil ich denke, jetzt spielt sich da alles hier ab. Was haben sie jetzt vor? Und wir gucken jetzt bewusst nicht, wer der Imposter ist. Also ich mache jetzt nicht den Haunt-Mode. Let's go. Scheiße, den hab nicht ich bekommen. Oh, ja, Benny hat. Also Nico, Benny hat. Ne? Okay. Nico. Ja, wir wollten ja alle gerade Emergency-Button drücken. Ja. Ja, wir nehmen Nico. Wir haben, glaube ich, alle rausgekommen. Und dann ist es am Ende Benny und dann ist es auch gut.
Ah, easy okay. Win. Ja. Sorry, ich habe irgendwie die ganze Runde Geister gesehen, ich weiß auch nicht. Der ja, und tut mir leid, wegen dem gut, dass du einen Shapeshifter Nico gesehen hast. Tut mir leid wegen dem ja. Benny-Kommentar, ich war nicht ganz bei der Sache. Sehr interessant. Ich dachte dann auch nämlich, also mich hat ja Nico gekillt und dann dachte ich so, okay, das war wahrscheinlich dann der Shapeshifter Nico. Hätte ja Sinn gegeben, ja, aber gut. Finde ich auch. Fand ich eigentlich ja, ich, ganz ich, gute glaub, Theorie. Ich glaube, ich bin dadurch verwirrt worden, wie, also dieses Fernglas, das bewegt sich sehr langsam. Ich glaube, deswegen dachte ich, ich habe zwei Nikos gesehen, aber ich habe einfach so langsam bewegt, dass ich Nico in einer Szene gesehen habe und dann nochmal Nico gesehen habe und dann aber dachte, dass es zwei Nikos sein müssen. Ja, Xian, ja, jeder macht mal Fehler. War zum Zuschauen auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich habe Benny so ein bisschen versucht zu verfolgen und irgendwie hat er nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. So, nur im Fernglas rumgestanden. Und diesmal mute ich mich auch. Mein Gott, gibt das viele Investigations in diesem Qualifying. Meine Fresse, alle zwei Sekunden kommt eine neue Nachricht. Let's go. 1-Fahrer hassen gelbe Flaggen. Oh mein Gott. Ich könnte mal wieder im Postlet tatsächlich sein. Jetzt würde ich mal so zum Abschluss gerne mal wieder im Postlet. Nein. Tun. Ach komm, wir gehen erstmal hier links. Wir machen erstmal hier links den ganzen Kram. Oh, ich habe den Mülleimer gar nicht, ey. Ja, was habe ich denn hier unten? Ach, das habe ich. Boah, ich bin ganz so unkonzentriert. Ich merke das richtig, wie ich gerade so... wie es mir noch mehr einfach mein Hirn raussaugt. Was? Ja, wie ich halt so richtig, ja, keine Ahnung. Was Xehan gerade gesagt hat. Ne? Also auch ja, komplett unkonzentriert werde. Usu! Bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Okay, dann ist hier nichts weiter. Wo war denn jetzt noch was? Jetzt muss ich suchen. Ach nee, es ist ja wieder an. Es ist ja wieder an, Laboratorium. Let's go. Ach komm. 1 Grad verstellt, schon gemeldet. Okay, also Nico. Ist da gerade alles weggelaufen. Also Nico, das ist schlecht gelaufen, oder? Nein, ich bin's nicht. Ich kam gerade von oben und dann kamt ihr alle nach. Aber irgendjemand muss nach unten weggelaufen sein. Ja, ist doch auch möglich. Ich kann dir, okay, nehmen wir an, deine Geschichte ist die Wahrheit. Ich habe nur Sehan gesehen. Dann kann ich dir sagen, dass Fight es nicht war, weil der ist quasi mit mir nach unten gegangen, als du schon unten warst. Genau. Ich hatte nämlich Sehan gesehen und dann sehe ich plötzlich den Report-Button und dann dachte ich, oh, also ist Sehan im Poster, aber Sehan war die Leiche. Sehan ist tot, Nico, also Fight ist es gar nicht in meiner Sicht. Ich bin jetzt mal nett und sage, Nico war es auch nicht, das bleibt 3 übrig. Es bleibt Conn übrig, alles klar. Auch noch ich bin's nicht. Ja, dann war ich Conn, alles klar. Nein, wir skippen natürlich, wir skippen. Keine Anhaltspunkte, also skippen wir. Was sollte das jetzt heißen? Meine Dusche. Dass seine Nachbarn zu viel Kohle verbrauchen, das soll das heißen. Mhm. Ja, das geht einfach auch echt nicht weg, ne? Ich habe immer noch dieses Kratzen, seit ich draußen war. Es ist krass. Ja, dann geh halt nie wieder raus. Ja, perfekt. Ding Dong, Gamer. Ach so, ich wollte dieses Ding da unten machen, ne? Ich muss gleich mal ordentlich einen Schluck trinken. Das kann nicht sein, dass das immer noch im Hals drin ist. So, ich muss ihn jetzt ganz kurz hier einfach kurz still verhalten. Es tut mir leid. Ich muss aber echt einen Schluck trinken. Auch wenn es gerade kein gutes Gameplay ist. Meine Dusche trötet. So, in der Hoffnung, dass es hilft.
ein bisschen zumindest die auch wegnimmt. Ich weiß echt nicht, was das ist. Da kannst du ja echt nicht mehr draußen spazieren. Also, das geht ja nicht. Was zur Hölle? Was ist da? Das hatten wir noch nie! Was ist das denn? Okay, wir kriegen noch ein. Die hatten wir noch nie, die Quest. Task. Cool. Da gab es immer noch eine Quest, die wir noch nicht hatten. Fällt mir. Okay. Ach Mist, schade. Also. Hatte ich dir schon mal diese Task mit der Spitzhacke? Die hatte ich gerade zum allerersten Mal. Ja, jetzt hätte ich schon ein paar Mal. Also, ja, leider schon öfters. Ist ganz schön nervig. Ich bin von Upper Engine runter zum Reaktor und dann kam mir ein Hoppe 69 entgegen. Auf der Leiter. Und dann hatte ich keine 3 Sekunden mehr Wartezeit, um ihn zu verfolgen. Dann war er weg. Also, wir haben auf jeden Fall einen Shapeshifter. Und Benny ist tot, ich habe aber keine Ahnung, wo der ist. Mir kamen mehrere Leute entgegen, die alle in meiner Gegenwart nichts getan haben. Veggie zum Beispiel und Nico. Aber ich kann die auch nicht rausrechnen. Ich weiß nur, wir haben einen Shapeshifter. Kann mich überhaupt erinnern, irgendjemanden getroffen zu haben. Also Robbe, gegen Ende habe ich dich auf jeden Fall mal gesehen, als ich gerade von Communications runterkam. Ja, hast du. Richtig. Und kurz danach, also theoretisch, wenn du ein bisschen später gekommen wärst, hättest du mich wahrscheinlich 2-mal gesehen. Okay. Genau auf der Leiter, ich gehe die Leiter runter und ein anderer, der erst wie ich, kommt die Leiter hoch. Das war so krass. Das zweite Mal, dass dir dein eigener Shapeshift entgegenkommt. Ja, und ich bin dann nach unten gegangen, um eine Leiche zu finden, habe aber keine gefunden. Dann habe ich halt versucht, die Verfolgung aufzunehmen, aber war schon weg, leider. Also kann ich auch nicht sagen, wo Benny Boy ist, aber ich bin halt, sobald ich mich gesehen habe, Richtung Knopf, um sicherzustellen, dass diese Information jetzt allen bekannt ist. Okay. Ja, cool Story. Wow, alles klar, wir wollen kommen. Frech. Ja. Wie sieht es bei euch mit Tasks aus? Also ich denke, wir können das auch über Tasks schaffen, oder? Ja, läuft. Bin so gut wie durch. Bin dabei, ja. Ja. Ich muss noch den Fischkram machen. Ich habe, glaube ich, noch einen. Ja, noch einen. Ja, den Fischkram muss ich noch machen, der dauert halt ein bisschen. Ja, ich glaube, ich muss nur noch das Ei abholen. Ich muss doch meine Dusche zum Tröten bringen. Das kann dauern. Meine Dusche trötet. So gut. Ja, okay, also skippen wir. Ich muss raus. Jo. Okay. Ah, Colin. Da wird er von Nico gewohnt. Hast du die Sounds gemutet bei dir? Nee. Gut. Schön. So. Ich hab schon gesagt, ihr habt das Soundboard entdeckt. Ich glaub, so nenne ich den Part. Okay, let's go. So. Ja, das war's, ne? Wir sind fertig. Sollten wir halt getötet werden. Wir gehen direkt los. Wir machen direkt hier Da ist doch gar nichts, ne? Ach doch, da waren die Muscheln. Da waren wir. Okay. Cool. Thank you.
bleiben, jetzt wird hier stehen. Okay, er haut ab. Ja. Jetzt wird's richtig interessant. Ja, natürlich. So, jetzt. Das war jetzt ja. Mies. Der Reported ist der Imposter. Nein, das ist nicht wahr. Nix. Wir stehen zu zweit dort. Ich habe nicht reported. Der andere vor mir. Ich kann sagen, ihr wart doch eben noch fast alle zusammen. Also, ja, waren wir nicht alle zusammen sogar? Ja, wir waren alle zusammen. Dann kam dieser Effekt. Dann wurde einer vor mir getötet und der andere, der noch dort stand, hat reported. Und da das offensichtlich also, jetzt counted, so schlaue, reported so, hat. So schlaue Moves habe ich nicht in dem Spiel hier. Doch. Tut mir leid. Nein. Du hast reported, du bist der Einzige, der dort war. Conan, du hast mich. Das ist wieder dieselbe Situation wie eben. Du hast mich eben falsch beschuldigt. Du wirst mich jetzt wieder falsch beschuldigen. Und wenn du jetzt dabei bleibst, dann bist du's. Nein, ich bin's auf keinen Fall. Die einzige Variante ist, dass da wirklich ein anderer Stopp ruhig am lautesten schreit, hat recht. Genau. Also wenn du hier beharrlich auf mich zeigst, dann werde ich dich voten. Das darfst du, ja. Aber die einzige Variante wäre die, dass noch ein anderer dort mitstand. Weil es hat definitiv vor meinen Augen den einen getötet und dann wurde reported. Und ich habe nicht reported. Okay. Ich wollte in dem Moment sagen, dass das jetzt ziemlich fies ist, weil ich nicht sagen kann, wer jetzt da gekillt hat, weil jetzt gerade dieser Effekt da war. Ja eben, genau, richtig. Und einer von denen, der dort stand, hat drin reported. Und ich war der Einzige, der... Also ich war mit dem anderen dort gestanden und du hast reported. Also musst du ja der andere gewesen sein. Danke, danke. Nein, ich war in dem Moment. Dementsprechend ist nur logisch, Conan zu voten, genau. Ja, könnt ihr machen, ist ja okay. Reicht ja, wenn ihr die Sache im Hinterkopf behaltet, die ich euch erzähle. Ne, das werden wir ganz sicher nicht tun. Schade. Okay. Welche Farbe hast du denn gesehen, die da einen gekillt hätte? Okay. Nee, guck mal, das ist doch genau der Punkt. Es gab doch jetzt diesen Effekt, das heißt, deswegen. Die Farbe wäre doch ewig für ihn das gleiche. Ja eben, keiner hat gesehen, wer es jetzt war, aber wir sehen ja, wer reported hat und der Einzige, der noch dort bei der Leiche stand, ist der Imposter gewesen. Das war doch gerade gesehen. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich Imposter wäre. Du hättest nicht reporten dürfen, dann hätte man dich jetzt nicht rausvoten können. Ja komm, ich gehe auf Fight, ne? Ist Fight der Böse? Oh, ich bin also auf Conan gegangen. Junge! Digga! Ich behalte das im Hinterkopf. Ich liebe das, dass die Fairy Tale Musik nicht mehr großartig. Schlechter Anime, ey. Großartig. Fairy Tale ist richtig schlecht. So. Das ist One Piece zu für Budget, ey, ganz ehrlich. Okay. Lass ihn noch Reggie killen, dann ist alles easy. Macht er gleich wieder den Effekt. Muss er angeln? Okay. Ja, nee, klar. Hier ist wieder versucht. Okay. Okay, da war's Conan. Okay. Okay. Dann war's Reggie, was? Das war das gleiche Spiel wie gerade eben. Hä, wie hast du... wie hast du das geschafft, dass es außer als ob Fight es gewesen wäre?
Das ist ja sick. Wie hast du das denn geschafft, dass es aussah, als ob es Fight gewesen wäre? Okay, krass. Ja, das gut. Weiß ich auch nicht. Respekt an den Imposter. Respekt an den Imposter, absolut. Sorry, Fight. Ich hab Conan gewotet, ich weiß gar nicht, was ihr von mir immer wollt. Du hast doch gar nichts gewotet. Letzte Runde habe ich für Conan gewotet. Ach so. Das scheint irgendwie keinen zu interessieren. Jetzt musst du für Veggie voten. Wieso? Trust me. Okay, warte, ich schreibe Veggie kurz im Discord privat an. Okay. Let's go. Warte, ich muss kurz hier was machen. Also Quelle ist Vertrau mir, Bruder. Ah, dann. The source is that I made it the fuck up. Ach, sind nur noch drei Stück, ey, fuck. Ja, du musst jetzt Reggie voten, sonst ist vorbei. Kann das was gibt. Doch mich voten, okay, weil ich bin es ja 100%. Ich finde es gut, wenn du es jetzt versaust, weil dann wäre es quitt, weil ich es vorhin versaut, dann versaust du es auch einmal. Nochmal, Reggie, ja? Wenn die Imposter gewinnen sollen, was muss ich dann voten? Wenn die Imposter gewinnen sollten, dann musst du mich voten. Ich frag nicht dich, ich frag Reggie. Okay. Ja, dann müsstest du für Conan voten. Okay. Oh. Eine richtige Antwort. Okay, aber wie, also, du musst ja dann doch mit dort gewesen sein, Reggie. Das ist ja, hä? Ich bin total verwirrt. Ja? Ah, easy game. War doch die richtige Entscheidung, dass ich öfters, also ich war Schutzengel, dass ich öfters rumgeflogen bin und Leute beschützt habe, anstatt hier Dings zu machen, Toss. Du hast jemanden beschützt? Meine einmal ja, es sei denn, da hast du da, also okay. In der letzten Runde hast du ja zweimal den Pilz gedrückt. Hast du beim ersten Mal versucht, jemanden zu töten? Nee, ich dachte, da war keine gute Gelegenheit. Ah, okay, ja gut, weil da hatte ich nämlich jemanden beschützt und danach hatte ich ja nämlich beschützt gehabt und danach hatte ich noch Cooldown gehabt, also beim zweiten Mal hatte ich die Chance nicht. Okay. Aber jetzt die Runde mit Counter, du hast gekillt und musst dann so schnell weg sein, dass Counter am Ende reportet hat. Ich war die ganze Zeit da, also ich habe mich gewundert. Also ich habe auch. Dann war das ich in dem Nebel wahrscheinlich nicht zu sehen oder ich bin einfach blind. Ich habe einfach auch mitgespielt. Ich habe gesagt, ja, also wir waren jetzt also wir waren alle da. Ich habe auch gesagt, ja, ich war auch da. Dann hat die mich einfach komplett ignoriert irgendwann. Dann dachte ich mir, okay, ja, das nutze ich jetzt. Und dann sage ich einfach nichts mehr. Mein Fehler ist einfach, dass ich echt davon ausgegangen bin, dass Colin wenigstens ein bisschen intelligent ist, aber nee. Und halt einfach was gegen mich, das ist das Problem. Das auch. Ich hab den zweiten nicht gesehen, für mich war da nur noch Counter. Oh, ey, ich fass es nicht. Was labert nur Müll und dann dachte ich, ja, Conan, das ist. Und dann muss ich Reggie fragen, der mich natürlich anlügt, um rauszufinden, wenn ich voten soll, ey. Weil du nicht vertrauenswürdig bist, weil du so viel Quatsch erzählst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch verwirrt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Richtige gesagt habe. Nee, du hast geantwortet, wie als wenn du der Imposter wärst. Also du hast nicht gelogen, also alles gut. Deswegen konnte ich ja Reggie dann voten, weil dann klar ist, wenn die Imposter gewinnen wollen, muss ich Conan voten, also vote ich nicht Conan, dann gewinnt er ja. Ich glaube, ich wollte Robbio anlügen, aber ich war so verwirrt von seiner Aussage, dass ich dann einfach das falsche gesagt habe. Also ich outplay euch alle. Du hast dich quasi geoutet, aber ehrlich gesagt, an Robbios Stelle hätte ich trotzdem gesagt 50-50, ob er es jetzt ist. Ja, ich bin halt schlauer als ihr, ich kann euch halt alle outplayen. Ja, ist okay. Kann man hier mit der nächsten Runde starten? Danke. Oh, ja, also als Crewmate bin ich unbesiegbar einfach. Es sei denn, man killt mich. Das ist eine Aussage, ja. Smart, ne? Ja. So. Mein Gott, ey. So, wenn ich jetzt Imposter bin, dann denke ich auch auf Crewmate ist nur sehr gut, mein Freund, ganz ehrlich. Okay, wir gehen direkt ins Videospiel, dann haben wir es hinter uns. Ihr kennt das, ne? Die Welt geht unter. Aber wir machen uns einen Marshmallow.
Der erlebt nämlich auch seinen Meltdown. Der... Boah. Echter Mülleimer. Der Mülleimer. Mann, ich dachte, diesen Ding kann man auch interagieren, aber das kommt nie was zu dem aufblasbaren Teil da. Och nein. Ich ahne. Oh, let's go. So, Teil 1. So lang rennt Xehan da rum. Hat da nichts zu tun. Stellt und nicht abgeholt. Sehr sass. Sehr sass. So. Gut. Rennt immer noch hier rum. Ach. Okay, also, der liegt bei Communications. Okay. Ah, das ist ja ganz woanders, wo ich war. Ja. Ich denke, Conan ist relativ safe. Aber ich weiß nicht, was hast du Spaß gehabt, mir beim Angeln zuzugucken oder was bist du da rumgerannt? Ja, ich wollte gucken, ob das glaubwürdig aussieht, was du da machst. Ah, ich muss überlegen, mir ist auch irgendwer entgegengekommen. Ich glaube, Nico war das. Die Treppe runter, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher. Die Treppe runter? Jemand ist mir die Treppe runtergekommen, meine ich. Nee, ich glaube, Benny war das, oder? Ich bin von unten gekommen. Also, ich war auch beim Fernrohr. Nee, ich war jetzt gar nicht in Communications, ich war in Lookout gerade. Ja, okay. Bin ich von unten gekommen. Ich bin auch ehrlich gesagt selbst gerade nicht mehr sicher, wen ich gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Das war auch nicht ganz oben, das war ein bisschen weiter unten, aber vielleicht war es doch gut, ich weiß nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung. Ja, ich gebe einfach mal, ja. Ich betrauere still den Tod von Robju. Ach stimmt, Robju ist ja tot. Hi. Ach so? Das heißt ja... Meine Dusche trötet. Kann gar keiner mehr jetzt die Runden auflösen. Hä? Ach so, Conan war Imposter. Das war ein geniales Teil. Oh. Ja, alles gut, Conan, ich lebe noch. Nein, er lebt noch. Ich wollte den Satz eigentlich ganz normal sagen, ne? Aber ich habe ihn nicht vernünftig hinbekommen, ohne zwischen. Also, mein Hirn arbeitet gerade wirklich noch langsamer als sonst. Also, nicht den Satz, den ich gerade ausgesprochen habe, was ich zu Robju sagen wollte. Sodass er jetzt halt nicht mehr lösen kann, wenn er tot ist. Ich habe es nicht als vernünftigen Satz ausgedrückt bekommen. Weil geil. Okay, jetzt geht's. Ganz wild. Ganz drin. Zack. Irgendwas war da oben noch. Jetzt fehlt nur noch der andere da oben. Dann wieder komische Sachen.
Leiber gesehen. Oh, okay. Ich gerne hin. Man verliert die echt sofort, ne? Das ist krass. Wie schnell man die Leute verliert durch diesen... Ey, das ist wirklich so krass. Wie schnell man die Leute durch diesen Nebel verliert, ist echt krass. Ich versuche bei Xehan zu bleiben, aber keine Chance. Der lag links neben dem Labor. Also in diesem Gang, um den man rumgehen muss, um in das Labor reinzukommen. Ach, da bist du hin. Ich dachte, du bist nach oben. Okay. Nee, ich habe Samples collected. Ich musste die im Labor einsortieren. Alles klar. Okay. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, wenn ich da oben die Taskleiste so sehe, wir gewinnen über Tasks und wir können skippen. Jo. Hat jemand was dagegen? Nö. Ja, ich bin fertig. Was da? Ich denke mal auch. Ja, ich habe noch, ich bin ja gerade gestoppt worden, ich habe noch zwei Tasks oder so. Das könnte dann sogar schon der Rest der Leiste sein, wenn ich mir so ansehe. Ja, wahrscheinlich machst du es jetzt völlig fertig. Ich bleib bei dir. Also ich bin schon lange fertig. Wo ist er hin? Ich bleib bei dir. Wie schnell ist er hier runter? That's not good. Ah, Spitzhacke, ja. Meine Dusche trötet. Yo. Was war das denn am Ende für ein komischer Task? Den hatte ich auch noch nie. Nice. Ja, das ist so langsam. Ja, sorry. Ich hab zu lange Kunden verfolgt in der Runde, deswegen hatte ich meine Task noch nicht fertig. Ja. Dass ich mal Tasks mache, unfassbar. Nee. Der letzte Kill war eigentlich gut, ja, aber dann. Nee, der war nice, wenig Zeit, ne. Ist echt schwierig als einzelner Imposter, aber zu zweit wäre es halt wieder zu. Ach, Nico. Ja. Ey, ich habe gerade schon gesagt, sieben Spieler ist irgendwie kacke. Wir hören es gerade so langsam. Diesen einen Satz, den ich sagen wollte, einfach, dass Robcho jetzt nicht mehr die Sache lösen kann, das hat sich so angehört, wie wenn ich einfach komplett geistesabwesend gewesen wäre. Ich bin immer so langsam ausgedrückt, das war ganz komisch. Ja. Meine Dusche. Aber sieben Spieler ist so eine doofe Anzahl, weil für zwei Imposter ist das zu einfach und für einen Imposter eigentlich zu schwer. Meine Dusche trötet. Ja, wir müssen halt Xehan, wir müssen beide unsere Skills um 50% senken, dann ist das fair. Ja, das stimmt. Zu viel Professor Layton gespielt. Ja, dann gebt ihr mir eure 50%, dann bin ich bei 150. Wir senken euren Skill und Conan und ich erhöhen unseren Skill und dann ist es. Wollen wir dann vielleicht so zum Abschluss noch ein bisschen Hide and Seek auf der Map spielen? Oh, Hide and Seek ist langweilig. Oder ist es nicht so euer? Okay. Lieber nochmal, ja. Damit haben wir alle Stirn abgefallen. Ich würde auch mal Hide and Seek spielen, aber mir schwant Robcho hat eine sehr starke Meinung dazu. Nur ein Vorschlag. Ich finde es normal auch besser als Hide and Seek. Ich habe die richtige Meinung. Vielleicht werden wir nächstes Mal nochmal spielen, also in 3 Jahren. Dann würde ich sagen, vielleicht im nächsten Leben eher. Oder wenn nächstes Mal nur wieder 4 Leute können oder so, dann können wir ja mal Hide and Seek spielen. Ja. Wie lange geht denn die Aufnahme schon? Ja, wir sind jetzt bei 44 Minuten. Ja, also one more round geht dann noch. Ja, eine Runde geht auf jeden Fall noch. Ja, ich habe noch Zeit, also wenn ich auch die Uhren zurückgestellt, dann haben wir ja noch mehr Zeit. Ah, die scheiß Zeitumstellung ist ja auch immer noch. Oh, die wird zurückgestellt? Ja. Keine Ahnung, mir ist das alles automatisch, ich merke das sowieso nicht. Ja, die wird von 4 Uhr auf 3 Uhr zurückgestellt oder 3 Uhr auf 2 Uhr, irgendwie sowas. Also, das heißt, wenn ich jetzt zu McDonald's fahre und die machen zu und dann sage ich so: Moment mal, jetzt geht's zurück, jetzt macht die gefälligst wieder auf. Nee. Funktioniert das nicht? Ich merke von der Zeitumstellung nie was, das ist alles automatisiert bei mir. Ja. Ich stehe einfach auf, wenn ich aufstehe. Und ja, wenn richtig. Ich verpenne, habe ich Pech gehabt. Ich mache alles durcheinander. Ach Quatsch, Placebo-Effekt. Da könnte ich auch sagen, dass ich schlafen kann. Ja, weil du nach vorne nicht zuschießt, du Idiot, ey. Wer schlaft überhaupt? Wer schlaft denn überhaupt? Wer schlaft, genau.
Oh, wenn wir vom Schlafen gehen weg. In den Schläferzeller. Hallo? Wieso kann. Hallo? Achso. Die Map offen. Oh nein. Oh. Ich habe auch einen Meltdown. Nico hat gerade Switch gekillt, kam aus dem Wind. Benny kam genau dann in den Raum rein, konnte nicht reporten, aber Nico musste, sonst hätte es Benny gesehen. Und wo seid ihr? Hier, Reaktor. Okay. Ich habe gesehen, Nico ist gewendet, dann habe ich kurz geguckt, was passiert, dann hat er Switch gekillt, dann bin ich rausgelaufen, um möglichst schnell vielleicht zum Meeting zu kommen. Dann kam mir Benny entgegen, der wollte gerade reinlaufen, dann hat Nico gesehen, der kommt, dann musste er reporten. Ich habe das auch noch gesehen. Ich war auch gerade, ich war hinter Benny. Oh, nice. Tja. Nee, also ich bin gerade erst in den Reaktor gekommen. Also, ja, bist du auch durch den Wind. Dann wahrscheinlich war es Robju, aber ja. Ja, genau. Ja, alles gut, dann voten wir als dieses Robju passt. Also ich weiß, du hast es Benny und ich nicht waren. Wir wurden quasi vor vollendete Tatsachen gesetzt in dem Raum. Also Nico war auf jeden Fall spät im Raum drin, ja, aber nicht durch normales Laufen, sondern durch den Wind. Ich bin die ganze Zeit vor mir weggelaufen, weil ich dachte, er wäre Imposter. Wieso bin ich denn ständig Imposter, Mann? Das ist so nervig. Guck mal, das spiel ich einmal ernst. Ich spiel einmal ernst, schon dauert es nur 30 Sekunden, ne? Easy Game. Ja, das ist das Problem. Ja, das... Okay, komm, deswegen noch eine Runde noch. Die Runde war so kurz, wir müssen noch eine machen. Ja, ich sag auch immer, ich will wissen, dass gleich wieder 10 Leute auf einmal kommen. Ey. Ich sag auch immer schon nicht alles an, was ich so sehe, weil manchmal. Weil also entweder das löst er direkt den Fall oder das gibt jemanden einen Hinweis. Ja, direkt Neustart, komm, jetzt machen wir eine richtige Runde. Let's go. Also, Rostu und ich halten jetzt die Klappe, alles klar. Jawohl, die lassen uns killen. Also wenn wir jetzt, okay, also Robju, wir sagen gleich beide nur, wir sagen beide in der ersten Diskussion nicht, wer es ist, sondern wir sagen nur, ob wir es wissen. Ja, wir geben uns gegenseitig einfach die Schuld oder so. Alles klar. Immerhin muss ich nicht mehr angeln, Gott sei Dank. Dafür spiele ich auch lieber das Videospiel. Angeln. So. Scheiße. Hat sie einfach gekillt. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, war das gerade eine Verwandlung in den... Oh Gott, also ich habe zwei Farben. Ich habe einmal blau. Ach, wir haben Shapeshifter, meinst du? Ja, er hat sich von mir verwandelt, aber ich weiß nicht, ob er sich zurückverwandelt hat nach dem Tod oder... Ist doch egal, dann voten wir einfach beide und haben Farben gewonnen, easy. Blau und hellblau. Ja, okay, gut, dann war's doch so. Das wäre geil. Ja, komm, ja, genau. Ja, ich geb dir die Schuld. Ja, und also, ausgesehen hat es, wie wenn blau zu hellblau wurde. Self-Report. Das war safe ein Self-Report. Und Colin will jetzt einfach mich und Rob schon loswerden. Ich sag's dir, wie es ist. Oder so. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist genau das ist es.
Das wäre ein Giga-Brain-Play von Conan. Conan auf so einer Meta-Ebene hier. Ich glaube auch nicht, deswegen habe ich jetzt Robschuh gewortet und Robschuh hat wahrscheinlich mich gewortet, ja, aber. Wie wir es vereinbart haben halt. Schön, dass ihr halt jetzt auch wirklich euch gegenseitig beschuldigen konntet. Das Wort 2 sollte mich, ey. Okay, diesmal bin ich von Robby weggelaufen und er war es wirklich. Mann, ich ja noch Die Farben waren hellblau und blau, ey. Kannst du dir nicht ausdenken? Da dachte ich so, oh, Nico ist weg, easy game. Da kommt aber Conan aus der Ecke geschossen. Ja, dann können wir ja direkt noch eine machen. Ja, eine Runde noch. Sie ist auch wirklich. Eine geht noch, so. Dass ich ausgerechnet dann Imposter werde. Ich hatte so Bock, Xehanort sinnlos zu beschuldigen und dann das. Ja. Ah, schön. Oh Mann, ey. Aber geil, Kill. Ich muss raus! Aber wir spielen direkt wieder Videospiele. Also alles besser als an. Oh mein Gott, ich treffe nichts. Seht ihr alleine anhand, wie ich hier schieße, seht ihr, wie langsam mein Gehirn gerade läuft. Ey, das fühlt sich so komisch an. Mittelguter Mülleimer. Boah, alle am Marshmallow essen hier. Oha! Krasse parallele Wires. Dann machen wir jetzt halt die Runde nach, also einmal Zeigersinn. Ach nee. Oh lol. Hab den gar nicht gesehen, du hast ihn schneller gesehen. Ja. Also im Communications oben, die Türen waren zu, Conan und ich sind gleichzeitig rein und dann war da die Leiche. Aber der ist schon länger tot. Ich habe vor einer halben Minute auf Whitesits geschaut und... Aber war er auch schon tot? Ja. Okay. Ich habe ihn auch länger nicht mehr gesehen. Kann man, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da eine zwei Ausgänge, dass man... Nee, kann man wahrscheinlich nicht. Ich mache es übrigens kurz. Ich hab absolut nichts gesehen die ganze Runde, weil ich nur am Mangel war. Also was, Conan? Nee. Okay. Nee, ich wollte fragen, kann man den Raum verlassen von einer Seite? Also ist es bei Communications möglich, dass man den Raum von einer Seite verlassen kann und die andere Seite ist noch zu? Ja, ich glaube, weil die eine Seite ist die Zipline. Okay. Also da kommst du raus, dann leistet halt Storage. Geklärt, aber dann kann ich Nico halt nicht clearen. Ja, weil also die Tür kann zu sein. Und dann hinter der Tür war die Leiche. Es kann sein, aber dann... von unten. Ich habe da auch noch jemanden gesehen. Wer waren das? Also ich war mal mit dir in Reactor, das ist aber auch schon ewig her. Ja, nee, ich habe danach noch mal jemanden zwischen Upper Engine und Lookout da auf der Ebene gesehen und bin dann hoch zu Communication. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber es könnte praktisch trotzdem jetzt noch jeder gewesen sein. Also in Upper Engine war ich auch, aber dann bin ich wieder runtergegangen. Wir hätten jetzt sehen müssen, ob hinten die Tür auch zu war oder ob die schon offen war. Schade.
Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, dann kann ich nicht sagen. Oha, keiner votet mich. Meine Dusche trötet. Gut, oder auch nicht. Office not active. Ah ja, hier ist auch zu, okay. Dann haben wir das jetzt aber gesehen, dass der jetzt noch zu war sogar. Das heißt, innen drin ist keiner. Ja, dann kann es Nico nicht gewesen sein. Dann kann es Nico nicht gewesen sein. Das würde ich jetzt ja fast gerne, bevor ich zufällig irgendwie sterbe, erklären. Ich glaube, ich gehe zum Knopf. Oder kann der jetzt zugemacht haben, nochmal nachträgen? Ah. Ich frag's einfach nach. So, jetzt müssen wir noch bis Greenhouse. Und das war's. Alle Tasks abgeschlossen. Ja, sehr schön. Und Benny. Ja. Rippe. Okay, ich finde ihn im Storage im unteren Hälfte. I see. Da lag er. Ich kam gerade aus dem Dropship und habe da meine letzte Task beendet, wo ich die rostigen Dinger ausgetauscht habe. Hm. In Comms war der? Nee, Storage. Storage. Also ich habe auch gerade nochmal geguckt bei Communications. Ich weiß nicht, natürlich könnte auch der Imposter jetzt nachträglich wieder zugemacht haben, aber hinten war auch der Ausgang zu. Das heißt, eigentlich kann der Imposter nicht drinnen getötet haben und dann von drinnen zugemacht haben. Hä? Also aber der käme nicht mehr, er wäre nicht rausgegangen. Ja. Von und hinten zu. Du kurz eine Sache. Ich war grundsätzlich in dem Bereich beim Dropship vor einer, 45 Sekunden oder so, und da war auf jeden Fall auch Conan in der Gegend. Das soll nichts heißen, aber das ist die einzige Person, die ich da gesehen habe. Also ich bin auf jeden Fall vor einer Weile Fight in Comms begegnet. Das ist richtig. So eine halbe Minute vor dem Kill gewesen oder so? Ja, er war gar nicht in Comms, er war in Storage, das ist auf der anderen Seite der Supply. Knight war in Comms am Anfang mit mir. Ja, das ist völlig irrelevant, es geht um den Kill, also wo lag die Leiche? Die Leiche lag in Storage. Ja. Am Anfang waren wir alle in Comms und ich habe Benny zuletzt gesehen beim Mining Pit. Er war im Mining Pit und ist dann von da aus nach oben gegangen. Das heißt also, er war kurz in Communications, ist dann nach Storage runtergesippt, also ich war halt vor ihm quasi. Und dann ist er da irgendwann gekillt worden. Im Greenhouse, da war noch jemand anders, ich habe aber nicht gesehen, wer es war. Ich. Ah. Ich war unten im Greenhouse und dann im Laboratory. Ja, im Laboratory sind wir uns dann entgegengekommen und der Tote muss also Storage gelegen haben. Also mit anderen Worten, irgendwer war hinter mir. Ja, das lässt jetzt per Ausschlussprinzip gar nicht mehr so viele Möglichkeiten zu. Das ist richtig, ich schwor trotzdem Skip. Aber wir haben noch keine Not. Not. Ja. Danke, Nico. Ja, ich bin fertig, ne? Mehr zu tun.
Wem vertraue ich jetzt am meisten? Xehan. Wo ist Xehan jetzt hin? Ich weiß es nicht. Machen wir Com wieder an. Wir haben ja jetzt eh gerade Zeit. Oh, dann könnten wir mal ein bisschen Fernglas gucken. Ja, ich glaube, wir gucken ein bisschen. Ach, komm, ist schon wieder an, ne? Ja, auf der Fernglas. Hallo. Oh, Fight gefällt mir nicht. Ja, okay, moin. Muss er doch gesehen haben. Der gute Pinker Reggie hat gerade den armen Conan getötet und ist dann gewendet. Korrekt. Wo soll das denn gewesen sein? Im Lookout. Ich war eigentlich gerade im Reactor, aber okay. Aber ich habe auch eine Weile nichts mehr jemanden gesehen. Hatten also, wir in der Vergangenheit irgendwas mit Shapeshifting mit hier, was danach vermuten hat lassen? Ja, bisher, dann, bisher ist noch kein Shapeshifter in der Runde bekannt gewesen, aber es schließt es natürlich nicht aus. Stimmt. Ja. Klar, wir müssen jetzt voten, weil ich kann nur sagen, wie es ist. Aus meiner Perspektive könnte es jeder von euch sein. Es könnte ein Self-Report sein, es könnte Nico sein, der geshapeshiftet war, oder es könnte Reggie sein, der einfach lügt. Und aus eurer Perspektive könnte es auch richtig sein. Ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Also, mit Haas bin ich schon durch. Ist die Frage, ob wir jetzt das riskieren oder ob wir doch jemanden rausvoten. Also, ganz, ganz ehrliche Meinung von mir, ich würde die Haas riskieren. Ich habe keine Idee. Okay. Also ich würde sagen, also not gonna lie, ehrlich gesagt habe ich Conan verdächtigt gehabt bis eben, aber der ist tot, deswegen. Also ich würde sagen, es ist am ehesten Nico wahrscheinlich von den Möglichkeiten hier, aber ich würde für Skip votieren. Ich war doch aber in den vorherigen Runden überhaupt nicht in der Nähe von. Ja, also, ja, das ist das Problem. Der Einzige, der beim letzten Kill überhaupt nur ansatzweise in der Nähe war, war halt Conan. Ja. Aber gut, ja, keine Ahnung, es könnte halt in der letzten, also entweder war es schon die ganze Zeit ein Shapeshifter oder keine Ahnung, ich würde Skip, scheiß drauf. Oder in der letzten Runde deine Geschichte, Nico, stimmte nicht und du kamst nicht vom Greenhouse, sondern von Storage runter und dann hast du den Kill gemacht, aber ja, keine Ahnung. Also so Laboratory war nicht. Ja, lass uns versuchen, dass wir das zu hören. Greenhouse gesehen, übrigens. Und er hat es gesagt. Und korrekt. Hat er das gesagt? Okay, kann ja, sein. Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich. Oh. Ed ist traurig. Ed guckt jetzt durchs Fernglas. Besseren Zeiten. Ach lol, man sieht durch das Fernglas sogar. Ja, moin. Durch das Fernglas sogar die Geisch. Wo ist er denn hin? Oh. Ja, wie langsam ist dieses Fernglas, bitte? Dann komme ich nicht weiter hoch. Achso, ja, gut, man kann es ja nicht selber angucken, deswegen muss man hier außen rum. Es ist Quatsch, wenn ein Glas alles abdeckt. Gar kein. Ach, das ist eine coolere Variante auf jeden Fall, als die kann. Fällt mir schon ganz gut. Aber dass man die mit dem nicht spielen kann, ist schade. Ich dachte, der ist auch eine Quest. Hätte auch noch viel mehr eine Quest sein können. Danke, okay. Da musste ich echt noch Tasks machen, Alter. Mann. Sehr gut.
Ja, nee, das waren alle zu unsafe, so. Es war ja, Reggie, alles, okay. Alles gut, alles gut. Als du gesagt hast, die lösen wir Task, habe ich gesagt, okay, komm, mach ich doch die 12, die ich noch brauche. Okay, so viele waren es nicht mehr, aber dann habe ich, okay, komm, spiele ich mal ernst. Ja. Wenn selbst Sven nicht weiter weiß, dann muss man auch mal mithelfen. Okay. Ja gut, dann war einfach beim zweiten Kill war, also okay, dann war Reggie da auch noch irgendwo in der Gegend. Ich habe ihn nur einfach nicht gesehen. Ich war voll Reggie, um das schön zu nerven, und dann ist er einfach der Imposter. Ich war so sauer. Ich muss mich ja rächen. Ja, ich kann das verstehen. Ja. Ich habe so gehofft, er ist doch nicht zum fünften Mal als Imposter und dann macht er mich einfach. Ja, aber also no front, Nico, aber ich hätte die Shapeshifter-Story auch gekauft. Ich hätte dir dazu getraut. Ja, okay. Resignation. Ich bin heute so müde, dass ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich glaube, so schlecht wie heute habe ich noch nie gespielt, ja. Von daher, wenn ihr mir irgendwas zutraut, was nur ansatzweise smart wirkt, dann ist es wahrscheinlich nicht. Ja, ist nicht schön, was der einzige Controller hat auch Brain gespielt, ne? Bis auf Robtschu ist voll fett. Ich bin geistig auch hundertprozentig Dark, Xian auch. Robtschu lebt auch. Ja, ich würde sagen, ich bin so zu 70% da. Ich habe ja auch einige Aussetzer unten gehabt. Ohne mich läuft einfach überhaupt nichts hier. Übrigens, ich muss aber kurz schauen, ob Timeguesser. dasselbe Bild. Cool, wer hätte das nur gedacht? So. Und was sagt der Timer jetzt? Oh mein Gott, rot. Cool. Rot. Ja, damit. Hä? Rot. Scheiß, komm. Also, es gibt ein neues Corona-Foto, theoretisch. Ja, es gibt auch ein neues. Das sieht in der Vorschau rot aus. Jetzt sind die grün. Was ist das denn? Fake. Die Grünen! Die Grünen! Hä? Grünen. Sieht ganz anders aus als jetzt in echt. Da wird noch Sprache. Da gehen auch die Grünen. Scam. Die Grünen. Diese verdammten Grünen. Die sind so derbe grün, ey. Ja. Die sind so krank radikal links mit ihren Ansichten zum Kapitalismus. Ja, ja. Moment, hier sieht es jetzt nochmal ganz anders aus. Okay, reden wir von der gleichen Partei? Die linkeste Partei Deutschlands. Die schieben nur mit Bauchschmerzen ab, ja. Ne? Du Sack. Ich kann mein Pad nicht mehr streicheln, was jetzt? Ich kann mein Pad nicht mehr streicheln. Was hast du denn für einen komischen Controller? Okay. Aus Sicht der Konservativen ist alles, was 1% nach links läuft, geht. Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ja, ja. Okay. Bei einer Stunde 7. Das ist guter Content hier. Fehlt mir gerade. Ja, wollt ihr noch eine Runde oder sollen wir auch? Veranlagte Firma Aldi ist richtig links, weil die einen schwarzen zeigt. Ja, richtig links. Ja, alle schwarzen sind links. Obama war auch sehr links, ja. Ja. Es gab noch nie einen rechten. Leute, die Obama als links bezeichnen, ey. Ja. Ja, gut, ne, USA, da ist ja eh sowieso. Ja, also in den USA-Verhältnisse war der links, so, ja, okay, das mag sein. USA-Verhältnisse ist jedes Land der Welt links. Das ja. ist, ja, vielleicht das. Drei Stück. Ich wollte auch gerade sagen, also so ganz so würde ich es nicht sagen, aber ja. Ja, für manche Leute ist Russland auch noch links, einfach weil, oh ja, Russland gleich Sowjetunion, gleich Putin muss, also Stalin ja. sagen. Ja, Russland ist wie die Sowjetunion. Danke, genau. Wagenknecht, so. Ich schwöre, ich werde nicht politisch um 12:30, ja, ja. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Also schließen wir Aufnahme ab? Ja, ich denke. Okay. Ja, können wir machen. Dann bedanke ich mich ein letztes Mal fürs Zuschauen von dieser Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Mitspielen, für die ganzen schlauen Plays, die alle mich schon schick angezogen, ey. Wir waren die ganze Zeit auf Funkel unterwegs, das macht das Thumbnail natürlich. Thumbnail? Ach so, ja. Das macht das Thumbnail erstellen natürlich einfacher. Thumbnail, oh, guck mal, da kannst du ja doch. Ich hasse Tiere. Liken, kommentieren, die Abo-Glocke aktivieren. Ich kommentiere. Genau, einfach alles klicken, vor allem den Dislike-Button. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Dislike für Collins Mistfeld. Danke. Tschüss. Teilt das Video mit euren Eltern. Tschüss. Ciao.